9 Monate nach Vertragsunterzeichnung, die doch für Eric sehr spontan kam und nahezu gezwungen war, kümmert er sich jetzt allerdings um die Ketchup-Fabrik. Bis jetzt läuft es schon einen Monat sehr gut, doch langsam kommen Eric Zweifel, ob das so gut war und was passiert im Hintergrund und nachts in dieser Fabrik. Herzlich willkommen zu Hof Generation. Game World. Ich habe heute Nacht irgendwas Komisches entdeckt in dieser Ketchup-Fabrik da oben. Ich möchte diese Sache noch gar nicht mein eigen nennen, denn irgendwie kommt die Ketchup-Fabrik mir noch so komisch vor. Ich weiß auch nicht. Wir generieren zwar Einnahmen, aber die Einnahmen sind immer irgendwie nicht mehr da. Sie sind immer irgendwie weg. Tja, keine Ahnung, was das soll. Ich muss das mal nachprüfen. Auf alle Fälle muss ich jetzt erstmal wieder neue Tomaten reinbringen in die Fabrik, denn mir wurde gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir ein paar solcher roter Fässer, die dort oben stehen, dringend befüllen. Ja, die werde ich natürlich jetzt mal unbedingt mit befüllen. Allerdings ist mir schon gesagt worden, dass irgendwie ein Aloysius Grünbaum, keine Ahnung wer das ist, rüberkommen wird und die Fässer selber befüllt. Das, ja, weiß ich nicht so richtig. Mal gucken, was da so passiert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich soll mich nur erstmal um die nächste Charge kümmern und dass die Paletten bereitgestellt werden. Aber ich muss jetzt natürlich auch erstmal für meinen Hof hier ein bisschen was tun. Denn ich habe hier schon noch einiges zu machen und kann jetzt natürlich nicht immer mich um die aufgezwungene Produktion kümmern. Aber komisch ist es schon. Ich muss mal sehen, dass ich vielleicht abends mich da mal positioniere und mal gucke, was abends in meiner Fabrik eigentlich passiert. Mal sehen. Vor allem ist die Frage, für was die mich eigentlich brauchen, weil ich bin schon da, ne? Ich bin schon immer oben, also ich mache viel, viel in der Fabrik. Ich krieg auch mein Gehalt, ganz normal, aber das meiste machen eigentlich die aus Felsbrunn. Wer auch immer die sind, keine Ahnung. Ne? Also, und den Herrn Geiz, den habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also der ist irgendwie weg. Das frage ich mich sowieso, wo der hin ist. Naja, gut, okay. Jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich das Gras hier wegkriege. Ich muss hier immer ein bisschen auf die Straße fahren, aber naja, gut. Geht halt nicht anders. So, gut. Na, dann wollen wir mal sehen, wie wir das jetzt alles hier gestalten. Ach ja, ach ja. Ich muss mir auf alle Fälle mal neue Trecker zulegen. Also ich glaube, diesen Traktor, den werde ich raustun. Und auch meinen geliebten Zetor, den werde ich wegtun und kaufe mir dann einen großen Traktor. Das reicht dann schon. Mehr brauche ich ja nicht. Und jetzt kriege ich ja bald mehr Geld, wenn die Fabrik dann mal richtig läuft. Ich sage, einen Monat mache ich das ja jetzt schon. Wir haben schon zweimal abgeliefert. Und ja, das sieht doch ganz vernünftig aus, die Geschichte da oben. Wie gesagt, wenn nicht dieses komische du brauchst dich darum nicht kümmern, dann kriege ich einen Anruf, ich soll einfach mal 2 Tage mal nicht hochkommen und, also, es ist schon ziemlich mysteriös, die ganze Sache. Aber was ist in Grunwald nicht mysteriös und
ja, was ist nicht mysteriös in Bezug auf mich? Aber wie gesagt, dass jetzt irgendwie ein Aloysius Grünbaum kommen soll, keine Ahnung. Es soll irgendwie von Ellerbach drüben kommen. Ich weiß nicht, was da los ist. Naja. Eigentlich müsste ich mal drüben anrufen. Beim Waldemar Goldberg und müsste den mal fragen, was da nun ist. Nun gut. Ach ja, ach ja. Also heute ist ein wunderschöner Tag. Ich hatte jetzt wirklich, also 2-3 Wochen, echt entspannt und in Ruhe und habe meine Arbeit gemacht und war oben, wie gesagt, an der Ketchup-Fabrik und habe da ein bisschen was gemacht. Es macht ja, wenn man so will, es macht ja auch Spaß, die Fabrik. Ja, das muss ich ja immer wieder sagen. Spaß macht die Fabrik schon. Die Frage ist immer nur eben für mich, warum ich unbedingt? Warum soll ich die unbedingt nehmen und machen? Und was mir noch ein bisschen sauer aufstößt, ist eben dieser Zwang, den Herr Geiz damals mit mir gemacht hat. Das ist schon so ein Ding, wo ich mir sage, oh, was soll das? Verstehe ich nicht so genau. Aber naja, gut. So, gut, jetzt habe ich eigentlich erstmal soweit alles hier eingefahren und ach, das Silo füllt sich nicht und füllt sich nicht. Es ist krass, wie viel da reingeht, ey. Wie haben denn die das früher gemacht, mein Opa und mein Vater, dass die das Ding hier vollgekriegt haben? Hatten die denn wirklich so viele Wiese? Na wohl, die hatten ja oben, wo jetzt das Gewerbegebiet entsteht, hatten die ja die komplette Wiese. Da haben die ja natürlich richtig viel Sachen runtergeholt, ne? Ja, und jetzt wird da oben ganz extrem gebaut. Ich habe schon gehört, dass das nächste noch gebaut werden soll. Irgendeine Ölextraktionsfirma und alles Mögliche soll da noch gebaut werden dort oben. Ist schon ziemlich krass. Okay, gut, dann stellen wir das Ding hier mal ab. Und dann werde ich mal hochgehen. Und werde mich mal um meine Tomaten kümmern da oben. So. Gut, sehr schön. Okay, na dann gehen wir mal hoch. So, jetzt muss ich mal sehen. Ich bin manchmal immer noch so ein bisschen planlos mit dem Ganzen. Weil mir hat ja niemand hier irgendwas gezeigt. Ich musste mir das selber irgendwie alles erarbeiten. Wie das hier funktioniert, der ganze Mist. Aber nein, gut. So, dann füllen wir hier das mal ein bisschen auf, dass das hier mal ein bisschen vorangeht. So, ich habe ja hier schon mal, ich habe ja schon ein bisschen was produziert jetzt für die nächste Charge im Endeffekt, Ketchup.
Und da muss ich jetzt mal gucken. Ich habe irgendwie, hat mein Gabelstapler letztens irgendwie ein bisschen Probleme gemacht. So, hier sind die roten Fässer. Die sollen irgendwie mit irgendwas gefüllt werden, was ich nicht machen soll. Keine Ahnung. Das ist mir nur gestern Abend gesagt worden und ja. Wie und was da nun jetzt ist, keinerlei Ahnung. Hier stehen überall solche roten Fässer rum. Okay. So, wo ist denn mal... Genau. Wo ist denn mal mein Gabelstapler? Wo stehen denn hingestellt? So, mal schnell was gucken. Genau, also die haben an der Produktion nichts umgestellt. Das heißt, also nur meine Tomaten und auch nur Wasser rein, das passt schon. So, okay, ach, hier habe ich den ja abgestellt, na klar. So, gut. Er hat irgendwie ein Problem gehabt letztens. Ich glaube, ich muss den heute mal austauschen. Ich muss da mal beim Händler anrufen, der muss mir mal einen anderen bringen. Das Ding ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Es läuft irgendwie ein bisschen komisch. Da ist halt, das Problem ist, der ist so extrem leicht. Also der ist extrem leicht und hat aber, solange wir sagen, immer Latschen. Na, also der ist extrem lang von der Gabel her. Ja, mal gucken. So richtig gut funktioniert das nicht. Ich werde mir hier auf alle Fälle einen anderen nehmen. Das ist blöd. So. Ein kleines bisschen. So ein bisschen zirkeln. So. Das ist halt. Das ist ein bisschen Fummelarbeit hier mit dem Ding. Also. Also ich hab mit dem anderen bessere Erfahrungen gemacht. Ich hatte den ja mal da ganz am Anfang und dann haben wir aber gesagt, nee, wir holen uns den Linde. Und nehmen wir sie halt doch so. Ich hab gedacht, ich kann sie aufs Lange nehmen. Halt. Na komm. So. Na komm, was ist denn nun? Hä? Sag mal. Muss man manchmal nicht verstehen. Wie gesagt, ich mach das mit dem anderen, da geht's einfach. Geht's einfach besser. Ich habe ja die Option noch, das auszutauschen. Das ist ja das Schöne. Ja, also wie gesagt, es soll jetzt in den nächsten Tagen was abgefüllt werden in die roten Fässer, wo ich aber gar nicht mit dabei sein soll. Also da ist mir gesagt worden, da brauche ich nicht kommen. Ich soll an meinem Hof meine Sachen weitermachen und da brauchen die mich hier überhaupt nicht dazu. Ja, und da habe ich mir jetzt gedacht, dann
lass es halt sein. So. So, das Ding ist auch manchmal ein bisschen buggy hier, weil der gibt manchmal selber Gas, obwohl er gar nicht soll. Das ist manchmal ein bisschen sehr komisch. So, okay. Ja, eine Palette hole ich jetzt noch rüber mit dem hier und dann, wie gesagt, muss ich definitiv mit unserem Händler hier sprechen, dass das hier einfach mal ein bisschen besser wird. So. Nun gut. So sieht's aus. Na, da wollen wir mal gucken, was jetzt die nächsten Tage hier oben passiert. Also, das muss ich schon mal ein bisschen im Auge behalten. Wenn ich hier schon den Hut auf hab, dann wäre es schon wichtig, dass ich eigentlich mal weiß, um was es hier eigentlich so richtig geht. So. Zack. Sehr schön. So, das ist... Also, der Gabelstapler hat einfach eine Macke. Manchmal springt eben auch nur der Rückwärtsgang rein, ohne dass du es machen kannst. Ja, das Ding muss raus. Das ist einfach Mist. So, ich tausche den aus. So, gut. Jetzt muss man sagen, der läuft, der funktioniert. Ist einfach besser. So, das hat jetzt, der Tausch hat jetzt 2 Stunden gedauert. Ich bin froh, aber trotzdem, dass die mir den jetzt getauscht haben. Und, ja, der andere ist schon weg. Da war auch wirklich übrigens ein technischer Fehler dran, den ich, also wo ich diesen hier dann ein bisschen kostengünstiger bekommen habe, einfach weil ich jetzt 2 Stunden lang Ausfall hatte. Naja. Und ich hatte jetzt einen Anruf nochmal von der Familie Corleone, die ja hier so ein bisschen auch die Hand mit drüber hat, über diese ganze Ketchup-Fabrik. Die haben mir gesagt, ich soll die roten Fässer, also das sind welche mit LG gekennzeichnet, was auch immer das heißen soll. Und die mit LG gekennzeichnet sind, das muss 1 oder 2 Fässer sein, die soll ich mal extra stellen. Mal gucken. Wollen wir mal sehen. So. Nun gut. So, jetzt werde ich mir noch ein bisschen Wasser hier reinfüllen. Und dann mache ich für heute erstmal Feierabend. Ich habe dann heute eigentlich erstmal nichts mehr zu tun. Wie gesagt, die Produktion ist jetzt angeschmissen. Das läuft jetzt erstmal und dann sehen wir mal weiter. Welches Fass dann morgen mit LG gekennzeichnet ist, und das soll ich dann halt extra stellen. Das wird irgendwie gesondert abgeholt, haben die gesagt. Keine Ahnung warum. Das ist mir wirklich echt komisch.
Aber ich habe gelernt, ich frage einfach nicht mehr weiter. Naja, gut, okay. Ja, ihr Lieben da draußen, der Erik Felder macht sich, glaube ich, zu Recht seine Gedanken. Denn ihr wisst ja, wir sind gerade im Finale und ja, es wird natürlich ans Licht kommen, was hier wirklich das Problem ist. Wenn ihr wissen wollt, was in den roten Fässern ist, vor allem, wo LG draufsteht, dann guckt doch einfach mal in unser Farmworkers-Projekt, denn dort kriegt ihr jetzt schon so eine kleine Antwort. Aber was natürlich im Kompletten dahinter steckt, das werden wir in Folge 40 rausfinden. Ja, ihr Lieben, wenn ihr jeden Tag neuen Content haben wollt und natürlich wissen wollt, was hier bei Hof Generation in der Staffel 1 passiert, beziehungsweise was der Hintergrund von allem ist, dann drückt einfach mal die Glocke unten auf aktiv. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Das würde mich natürlich freuen. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Wasser rein. Und ansonsten bin ich erstmal raus. Wir sehen uns in Erlengrad wieder und am Montag natürlich in Twitch live ab 20:30 Uhr. Bis dahin, euer Sven vom Game World Kanal. Tschüss und ciao.